Die günstigsten Exemplare unter den QLED-Fernsehern von Samsung sind die TVs der Q60-Baureihe. Wir fragen uns, kann der diesjährige Q60 trotz des relativ günstigen Preises überzeugen? Um das herauszufinden, haben wir uns den Q60T geschnappt und ihn auf Herz und Nieren geprüft. Was wir dabei herausgefunden haben, zeigen wir euch jetzt im Test. Der Q60T ist der 2020er Nachfolger des Q60R von 2019. Er wird aktuell in 7 verschiedenen Größen angeboten. In unserem TV-Labor hatten wir die 65 Zoll Variante. Von außen macht der Q60 durch die sorgfältige Verarbeitung und den schmalen Rahmen von 2 mm schon mal einen schicken Eindruck. Die schmalen Standfüße lassen außerdem genügend Raum für eine Soundbar. Hier bietet Samsung direkt die namensgleiche Q60 Soundbar an, die sich optisch sehr gut ins Bild fügt. Der Q60T hat 3 HDMI-Eingänge. Analoge Bild- und Toneingänge für Geräte ohne HDMI gibt es als Cinch-Buchsen. Zum Anschließen einer Soundbar bietet sich der HDMI-Port 3 mit dem Audiorückkanal eARC an. Für den digitalen TV-Empfang bekommst du die Grundausstattung für Kabel, Satellit und Antenne. Über die HD Plus App kannst du außerdem, wie bei allen aktuellen Samsung TVs, die HD Plus Pakete der Privatsender über Satellit ohne zusätzliches Decoder-Modul nutzen. Fürs Bild bringt der Q60 ein QLED-Panel mit Dual-LED-Backlight, was eine große Farbpalette für knackige HDR-Bilder garantiert. Hier unterstützt er alle gängigen HDR-Verfahren außer Dolby Vision. Außerdem bringt er eine sehr gute Farbtreue und großen Kontrast auf den Schirm. Aus seitlichen Blickwinkeln verblassen Kontrast und Farben allerdings zunehmend. Die besten Plätze bleiben also frontal vor dem TV. Kleine Abstriche macht der Q60 in der maximalen Helligkeit. Hier positioniert er sich zwar im oberen Mittelfeld, muss aber gegen die teureren QLEDs sichtlich zurückstecken. Bei den neuen QLED-TVs von Samsung findet sich unter dem Label Made for Germany eine Bezeichnung für Geräte, die für den deutschen TV-Markt optimiert sind. Die Deutschland-Version der QLEDs erkennst du an den Buchstaben GQ am Anfang der Modellbezeichnung. Neu für Samsung ist der Bildmodus Filmmaker Mode. In diesem Bildmodus werden dir die Filme so gezeigt, wie sie im Studio erschaffen wurden. Weil der Filmmaker Mode ab Werk auf niedrige Helligkeit eingestellt ist, könnte es sich für dich lohnen, die Bildschirmhelligkeit manuell zu erhöhen, wenn du deinen TV-Raum nicht auf Kinolevel abdunkeln kannst. Die Möglichkeiten für flüssige und scharfe Bewegtbilder sind beim Q60T durch das 60Hz-Panel etwas begrenzt. Bei schnellen Bewegungen zeigt er also noch einige Nachzieheffekte oder leichte Doppelkonturen, besonders wenn die Bewegungskompensation ausgeschaltet ist. Abgesehen davon ist der Q60T im Spielmodus gut für Gaming mit 4K-Auflösung geeignet. Auch der Input-Lag von 25 Millisekunden kann sich sehen lassen. Die volle Leistung der Next-Gen-Konsolen kann er allerdings wegen der fehlenden Unterstützung von 120 FPS bei 4K nicht abbilden. Die Fernbedienung des Q60 ist gewohnt minimalistisch. Sie kommt mit wenigen Tasten aus und bietet ein Mikro für die Spracheingabe. Hier sind Amazons Alexa und Samsungs Bixby eingebaut und müssen nur noch per Account aktiviert werden. Wie bei Samsung üblich findest du alle Funktionen über das Menü. Dort findest du auch die Tasten und Ziffern, die auf der Smart Remote fehlen. Samsung-typisch kommt der Q60 mit dem Smart-TV-System Tizen und einer riesigen Auswahl an Apps. Diese lassen sich einfach auswählen und sortieren. Mittlerweile schleichen allerdings Werbeeinblendungen durch das Samsung-Menü, die meistens eine eher unerwünschte Begleiterscheinung sind. Ein weiteres nettes Extra des Q60 ist der Ambient Mode. Hier zeigt der TV ein Foto, ein Gemälde oder eine Grafik mit Infos zu Uhrzeit und Wetter. Du kannst ihn sogar die Wandfarbe oder das Tapetenmuster nachahmen lassen. Das hinzubekommen erfordert allerdings einen gewissen Aufwand über die SmartThings App. Die Klangqualität des Q60 bringt über die unsichtbar verbauten Lautsprecher sogar ein gewisses Bassfundament. In diesem Punkt hebt er sich etwas von den Konkurrenten seiner Preisklasse ab, eine Soundbar oder eine externe Anlage kann er damit natürlich trotzdem nicht ersetzen. In unserer Endwertung bekommt der Q60T eine 8,1. Überzeugen kann er mit einer wirklich guten Bildqualität durch das Dual-LED-Backlight und durch reichlich Smart-TV-Apps. Dazu kommt ein solides Angebot an Anschlussmöglichkeiten und ein ordentlicher Ton. Kleine Abstriche muss er durch seinen günstigen Preis trotzdem machen. Die finden sich zum Beispiel in der relativ geringen Bildfrequenz und dem Qualitätsverlust bei steigendem Betrachtungswinkel. Wenn dein TV-Raum sehr hell ist, könnte auch die etwas geringe maximale Helligkeit ein Problem darstellen. In den meisten Settings sollte diese jedoch ausreichen. Zusammenfassend finden wir, dass der Q60T eine durchaus valide Option innerhalb seiner Preisklasse ist. Was hältst du vom neuen QLED von Samsung? Eine gute Option für ein schmales Budget oder werden hier zu viele Abstriche gemacht?
Schreib es uns in den Kommentaren. Tiefergehende Infos gibt es im passenden Artikel auf hi-fi.de. Den Link hierzu stelle ich dir in die Videobeschreibung. Wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, empfehle ich außerdem, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Auf Wiederhören!